Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur mit einem kleinen Infovideo. Die 2 Wochen sind rum für den PX1 Tabak. Das wird mein nächstes Review sein, der PX1 Peaches and Cream. Warum jetzt so lange keine Videos? Ja, mein PC ist abgeraucht. Ich weiß nicht genau, was mit los ist. Ich werde ihn einfach mal zum Techniker geben morgen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Aber zur Info halt, ich mache jetzt die Videos über mein Galaxy S6, das ja auch eine HD-Frontcam hat. Und ja, ich hoffe, es stört euch nicht weiter, dass es jetzt erstmal Videos ohne Vorspann gibt und ohne große Bearbeitung. Beziehungsweise vielleicht finde ich ja noch irgendein Programm fürs Galaxy, um es dann dort zu bearbeiten. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ohne Vorspann. Das ist natürlich noch auf dem PC drauf. Der PC schaltet zwar noch ein, ich habe es schon auf meinem Blog gepostet, aber es passiert nichts mehr auf dem Bildschirm. Mittlerweile nehme ich an, dass die CPU oder das Motherboard kaputt ist. Wie gesagt, jetzt erstmal hier übers Handy. Ich hoffe, die Qualität gefällt euch so. Und ja, wir sehen uns dann die nächsten Tage mit dem PX1 Tabak. Ja, was wird sich noch sonst noch ändern? Ich glaube, sonst wird sich nichts ändern, weil vielleicht ab und zu mal die Location, wie ihr hier seht, am Hintergrund. Aber so großartig, dass ich jetzt sage, ich mache nur noch solche Reviews und diese Reviews und das an Reviews, kommt jetzt nicht. Also war das jetzt eine sinnlose Information. Aber egal. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch noch treu mit dieser Kamera bis dahin. Jetzt muss ich lachen, weil da hinten sitzt meine Freundin und die grinst die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, sie darf nicht lachen. Und sie ja, beißt sich jetzt schon auf die Unterlippe, um nicht lachen zu müssen. Und ja, ne? Demnächst jetzt auch Nagellack-Reviews. Nein, das war ein Scherz. Wie gesagt, es wird sich nichts ändern, bis auf die Kamera kein Vorspann im Moment. Und wenn euch vielleicht die Aufnahmen mit dieser Kamera dann doch besser gefallen als mit der anderen, dann ja, behalte ich das vielleicht auch so bei. Man kann es ja dann auf den PC laden und auch dort bearbeiten. Okay, das war's von mir. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.